Hallo liebe Leute und damit willkommen zurück hier zu Rising World 0.5.5.1. Und ich bin euer Troplay, ihr seid hier auf dem Troplay Channel, lieber Troriana, und ja. Wir machen heute wieder ein bisschen Holzfällen, weil wir wollen ja noch unsere Schuppe weitermachen, ne? Und wackelst du mit der Hüfte? Wackelt die Hüfte da mit dem. So, also. Willkommen zurück. Und ja, ihr seht, ich bin jetzt hier schon wieder fleißig am Holzfällen. Und ich bin eigentlich relativ gut gelaunt, ja, denn ich muss sagen, Leute, bald haben wir es geschafft. Wir haben bald die 50.000 Aufrufe insgesamt auf meinem Kanal. Ja, das ist erstmal vielen Dank da auch für eure Unterstützung, für die ganzen Abonnenten und so weiter. Und ich versuche natürlich dann auch meine Leistungen zu steigern. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, beispielsweise, das Video ist unscharf oder so, macht das bitte mit mehr Bitrate oder was weiß ich nicht, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich versuche das natürlich umzusetzen, weil seitdem ich diverse Möglichkeiten entdeckt habe, das Ganze qualitativ hochwertiger zu... qualitativ hochwertiger wäre jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, kann ich natürlich. Nachdem ich entdeckt habe, dass ich halt da diverse Möglichkeiten habe, um das entsprechend aufzunehmen, dachte ich mir, hey, geil, vielleicht möchten die Leute das ja, und dann sagt ihr das einfach, ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann können wir das ja sehen. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte jetzt hier Holzbalken machen, ja, und dafür brauche ich ja Holz, habe ich mal gehört. So, und dafür nehme ich jetzt wieder so ein etwas dirtier Holz mit der ID 66, wobei die 64 könnte ich auch nehmen, dann sieht das alles viel zu glatt aus, nehme ich die 66. Und da brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hoffe, das reicht jetzt. Also, gut, geht doch. So, jetzt hoffe ich mal, dass der groß genug ist. Drücken wir Steuerung. Gucken mal, kann ich den noch größer ziehen? Ja. So. Okay, noch ein bisschen kleiner. Noch kleiner, noch kleiner, noch kleiner. Noch kleiner. Oh, habe ich den groß gezogen? Ah. Okay. Ja. So. Einen können wir noch größer. Genau. Kann ich den jetzt nochmal so platzieren? Zack. Dann das Ganze auf der anderen Seite, dass es nämlich halbwegs gut aussieht. Dann hier. Hier bin ich ja mal neugierig, wie das hier wird. Wenn es ein bisschen drüber guckt, ist nicht schlimm, aber guckt nicht drüber. Wunderbar. Gut. Das Ganze jetzt dann hier noch, aber da bin ich so... Oh. Da muss ich jetzt erstmal runter. So, noch mehr. Oh. Ah, einen hoch. Gut, und das Ganze natürlich auf der anderen Seite. Ha. So. Da hätten wir schon mal hier so ungefähr das Grundgerüst. Wah. Jetzt, wah. Muss ich nur gucken, wie ich das jetzt da so schräg rüber kriege. Beziehungsweise muss ich jetzt hier noch eine Tür hinbauen. Fällt mir gerade auf. Wo haben wir denn die Türen? Da die Tür haben wir da. Eigentlich würde ja so eine Tür auch schon gehen, aber die sieht mir zu altbacken aus. Die sieht mir zu glatt aus, ja. Ja, und da jetzt eine andere Farbe. Das wäre jetzt schön. Aber okay, gut. Man kann ja nicht alles haben. So, und dann... müssen wir hier die Tür platzieren. Ach du meine Güte, na, das wird ja was. So. Gut, dann drücken wir mal Steuerung. Gucken mal. Ach verdammt, das geht nicht so ganz, wie ich das will. Platzieren wir es einfach mal. Punkt, Ende aus, dann muss ich danach dann das Ganze korrigieren. Ah, schön. Gut, so. Jetzt gehen wir wieder zu den Holzbalken. Drehen den. So.
So müsste es eigentlich hinhauen. Ja. So, und jetzt machen wir den noch kleiner. So. Und den müssen wir jetzt zweimal platzieren. Und das wird jetzt wirklich, wie gesagt, eine Herausforderung. Weil ich den auch so platzieren muss, dass es auch gut aussieht. So, und das Ganze da oben nochmal. Damit dann da die Bretter ran können. So. Cool. Ja, das sieht doch noch was aus. Genau. Dann holen wir uns da die Bretter ran. Na. Oh, okay. Gut, hier müssen wir jetzt ein bisschen wirklich kleiner werden. Das müsste eigentlich reichen. So, jetzt drücken wir Steuerung. Oh. Und gehen jetzt hier hoch. Aha, haut nicht ganz hin. Naja. Und platzieren das. Und gehen dann natürlich auch noch rüber. Aha, dass das jetzt nicht so geschmiert aussieht. Ja, sorry. Was soll ich sagen? Shit happens. Aber doch, es sieht noch in Ordnung aus. So. Da haben wir jetzt hier schon mal unsere kleine Ecksache. Ah, na, so. Das sieht ja schon mal nach etwas aus. Und jetzt müssen wir halt hier dann die Schräge bauen. Beziehungsweise bin ich am Überlegen, baue ich eine Schräge. Eine Schräge zu bauen ist halt immer sehr schwer. Gerade weil es ja, ne? Ich gehe hier mal so ein bisschen rüber. Wie viel habe ich noch? 2 Stück. Gut, dann baue ich das da an. Und das andere baue ich dann da an. So. Das sieht doch schon mal aus. Dann gehen wir jetzt hier wieder außen hin. Da muss ich dann die Bretter hochziehen, genau. Und dann an der Stelle runter. So, was hatte ich denn jetzt hier? Holzplanken ID 66. Und davon machen wir uns nochmal so ein paar. So, weil ich brauche die ja jetzt auch auf der anderen Seite. So, und dazu drehe ich die. Nein. So. Genau. Runter. Und jetzt muss ich gucken, dass die halbwegs. Müsste hinkommen. Müsste hinkommen. Ich hoffe es einfach mal. Hier hätte auch wieder ein bisschen verzogen. Und jetzt muss ich es wieder drehen. Und natürlich auch länger machen. So, und natürlich machen wir noch länger. Und noch länger. Ja, so stimmt es. Und ein bisschen höher. Ein bisschen kleiner kann ich dann doch noch gehen. Ah, so. So. Ja, so kann ich es lassen. Gut, dachte ich mir schon, dass er das verzieht. Zack, das Ganze machen wir natürlich auch auf der Seite. Oh, war ja. Na, das sieht ja aus. Gut. Ja. Also da hätte man jetzt noch ein. Hier hätte man jetzt noch ein bisschen höher gehen können, aber das ist eigentlich akzeptabel, würde ich sagen. So, jetzt brauche ich da wieder die Bretter. Ich hoffe, da habe ich noch genügend. Und dann muss ich die jetzt hier befestigen. Die muss ich jetzt in der Länge befestigen, ansonsten geht das nicht. Gehe ich jetzt hier mal runter. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch so passt.
Ja, es müsste passen. Komm. Machen wir jetzt keinen großen Hehl drum, ne? Das Ganze dann nochmal hier. Oh, verdammt, ich hab's befürchtet. Muss ich auch noch kleiner werden. Und das dann nochmal da platzieren. Gut. Es ist jetzt aber, glaube ich, ein bisschen weiter hier reingerutscht. Nein. Wieso komme ich denn da nicht rauf? Ach, muss ich fliegen. Ach, der hat das genau da dran an den geklatscht. Ach, verdammt. Nun gut, zeigt halt, wie schräg und schief modern ist, ne? So, dann machen wir jetzt hier das. Drehen den. Ziehen den so weit aus wie möglich. Ah, passt ja fast. So, und jetzt noch in der Breite. Und dann brauchen wir den jetzt nur noch rüberschieben. Ah. Fliegen wir hier rüber. So. Ja, dann ist da bald unser kleines Häuschen, sag ich mal, fertig. Ja, selbst wenn es jetzt nicht ganz so schön aussieht, sondern wieder viel zu glatt. Ja, aber manchmal muss man halt auch über seinen Schatten springen und etwas ein bisschen glatter machen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen kleiner werden. Ich hoffe mal, das reicht. Wir können sogar noch kleiner werden. Gut, nehmen wir das mal weg. Ne, das ist eine Lücke, ernsthaft? Oh Mann. Na komm, wählt's mir aus, so. Na. Warum macht er das jetzt nicht? So, jetzt muss ich hier ein bisschen... Seht ihr? Das ist das Problem, was ich habe. Gut, egal. Der ist jetzt hoffentlich gerade. Ne, der platziert den echt so ganz komisch. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt partout nicht. Aber jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht von hier. Klein, aber... Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht so machen. Das geht partout nicht. Andere Richtung. So, ist er jetzt hier drüber? Ja, das ist er. So. Habe ich da jetzt immer noch eine Lücke? Ne, jetzt sind sie ineinander, aber höher. Gut, na, da könnte ich noch mit leben. Das ist noch akzeptabel. Jetzt wollte ich da hoch. Dafür brauche ich dann aber nochmal so einen Querbalken. Ich weiß gar nicht, reichen die für so einen Querbalken? So, machen wir mal größer. Einmal so quer platzieren. Ne, reicht nicht ganz. Verdammt. Ach, das ist, kommt auch noch dazu. So, kleiner werden lassen. Hier wieder rüber. So, hier rüber. Komm. Mal gucken, wie klein wir werden können nochmal. Ja, okay, kleiner geht jetzt nicht. Aber machen wir es so, dann flackert das so ein bisschen. Kann man ja mit leben. Gut, nachdem wir das haben, gucken wir mal, wie das aussieht. Also rein theoretisch sieht das jetzt schon in Ordnung aus. Bloß wir müssen halt noch hier oben drauf, ne? Das ist, ja, unumgänglich. Und gehen wir hier hoch und machen es auch hier wieder kleiner, breiter, kleiner. Ja, so kann man es lassen. Und jetzt heißt es platzieren. Eins. Wäre schön, wenn es so eine Shift-Taste oder so eine Taste gibt, womit man dann so dich schneller bewegen kann, außer mit der Maus. So. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Quack.
Ah, jetzt muss ich hier wieder auch wieder kleiner werden und jetzt haben wir wieder das geile Problem. Wow. Was mache ich denn da? Jetzt geht's darüber. Komm, was soll's? Dann haben wir es jedenfalls gerade in einem Winkel. Wow. Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. So, das Einzige, was man jetzt noch sehen kann, ist hier oben die Decke. Und die kann ich auch noch dann zumachen. Aber wir haben unseren kleinen Schuppen, ja? So, aber zu dem Schuppen gehört eigentlich auch ein Regal. Und das muss ich dann natürlich auch noch bauen, aber da werde ich dann jedenfalls anderes Holz nehmen. Gut, fliegen wir nach oben. Und drehen das Ganze wieder. Machen das Ganze wieder größer. Ne, so ist es in Ordnung. Steuerung drücken. Und dann befestigen. Und jetzt kann ich auch wieder in die Breite gehen. Nein! Mir fehlt eine Holzplanke. Ernsthaft? Komme ich da ran? Ja, jetzt komme ich ran. ID 64 war das, ne? Dann machen wir nochmal zwei Stück. Fliegen hier hoch. Was? Wo ist es hin? Ah, ich hatte mehr davon. Ah, oh, verdammt. Okay, gut. So, ordentlich platzieren. Steuerung drücken. Ja, gut, kann man so lassen. Aber auch hier macht er wieder den gleichen Fehler. Wo ich schon wieder ehrlich gesagt kotzen könnte. Und zwar, dass er es ineinander schiebt. So, jetzt gehen wir mal rein in den Schuppen. Und gucken mal, wie es da mit dem Dach aussieht. Es war so klar, dass er das da verzieht. Egal. Ein Schuppen muss nicht immer wasserdicht sein, ne? Gut, dann haben wir unseren Schuppen fertig. Sieht wortwörtlich aus wie ein Schuppen. Ich weiß aber auch nicht, wie die anderen Leute das immer hinkriegen. So richtig geil und glatt, ja, muss man ja sagen. So, nachdem wir jetzt unseren Schuppen... Jetzt fehlt hier doch ernsthaft ein Block. Okay, so war das jetzt nicht geplant. Da holen wir uns schnell nochmal Blöcke. Ich habe ganz vergessen, ich habe ja schnelles Abbauen drin. So, unseren Schuppen, da haben wir die Blockbank. Unsere Favoriten, da bauen wir nochmal... Ah, 5 Stück kommen. Die 5 Stück, das sollte jetzt kein Problem sein, die noch in dieser Folge zu platzieren. Oder diese 2. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt da schon geklärt, aber naja, nun gut. So. Und hier. Noch irgendwo einer, wo fehlt. Nein. Nee, sonst fehlt hier keiner. Gut. Das passt auch, das passt auch. Machen wir mal zu. Fehlt hier natürlich die Tapete, aber das ist jetzt mal so eine andere Sache. Hier drin fehlt kein Block, ne? Nee. Das sieht auch alles schön aus. Das finde ich, sieht auch schön aus hier gerade wegen den, ernsthaft? Ich kann durch die Jalousien und durch ein Fenster am Essenstisch an die Tomaten. Cool. Da müsste aber die Abfrage noch ein bisschen anders sein. Nun gut. So, dann gehen wir nochmal nach oben, wie es oben aussieht. Ja. Hier könnte ich jetzt noch was anderes reinbacken. Backen. Packen. Damit das noch eleganter aussieht, aber ich glaube, das lasse ich so. Ja, hier muss ich natürlich dann auch noch irgendwann mal was machen, ne? Also, noch bin ich ja nicht ganz fertig. So. Gut, dann sind wir aber schon wieder am Ende der Folge, liebe Leute. Es war jetzt nicht gerade so eine gesprächige Folge, ist mir mal so aufgefallen, weil ich mich voll konzentriert hatte, da die... Wieso ist hier brauner Boden? Weil ich hier voll konzentriert war, dieses Schippchen hier zu Ende zu bauen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und hoffentlich dann nochmal wieder ein bisschen gesprächiger. Ja, was soll ich sagen? Ich sage einfach das Übliche, was ich immer sage. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.